So, und wir sind im zweiten Teil vom Let's Show Minecraft Server. Wir waren stehen geblieben dabei, dass wir uns hier das Admin-Haus angeguckt haben. Und als nächstes werden wir jetzt mal ins Mittelalter gehen. Dafür gehen wir erstmal zum Spawn. Mit slash spawn und nehmen dann hier vorne das Portal. So. Steht denn hier? Der Server, ja, okay, bla bla bla. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. In die Arena, da gehen wir vielleicht am besten dann erst noch rein. Und das als Schau. Die haben jetzt mal alle aufgerichtet. Das sind jetzt noch nicht so schrecklich viele, muss man jetzt mal dazu sagen. So, du kommst hier raus mit Slash Spawn. So, Button, gehen rein. Und jetzt kommen hier aus den Dispendern Monster raus. Sieht dann halt einfach so aus. Alles wirklich eher Zombies. Creeper, Spinnen, normale Zombies haben wir mit dabei. Eigentlich alles so, aber das machen wir jetzt einfach mal nett. So, Spawn. Die Variante, um da irgendwie rauszukommen. So. So, wir wollten in die Mitte, ins Mittelalter rein. Das tut jetzt auch. So, da landet man erstmal hier. Machen wir uns mal gerade wieder in den Game Mode. So, da landet man erstmal hier. Gucken uns das Ganze vielleicht mal ganz kurz mit etwas Übersicht hier vom Steinbruch aus hier oben an. Hier ist also der Steinbruch, da sind wir aber noch dran am Tüfteln, der funktioniert noch nicht. So, also erstmal haben wir hier ein kleines Dorf. Hier oben eine kleine Farm. Hier ein kleines Wohnhaus. Die Häuser haben alle keine Fenster, sondern Eisengitter. Man muss bedenken, wir sind hier im Mittelalter. Da gab es noch nicht unbedingt Glas. Hier ist der Dorfbrunnen, da ein kleines Wohnhaus. Ist alles nichts Großes. Simpel, schlicht eingerichtet. Nochmal so ein kleines Haus. Hier geht's dann in die Festung rein mit Gate natürlich. Und ich sollte vielleicht endlich mal die Schilder aus der Hand nehmen. Also hier mit Gate, sogar doppeltem Gate. Mit großem Gate. Und dann sind wir hier einfach in der Festung. So, die sieht von oben so aus. Die Türme sind alle begehbar. Da hinten sehen wir den Bergfried. Da gehen wir dann gleich auch nochmal kurz hin. Wir gehen jetzt erstmal kurz in den Kerker. Und W halt ins Gefängnis. Wo schon tüchtig Monster drin gespawnt sind, glaube ich. So, hier, das ist der Kerker. Die sind eigentlich noch ziemlich großzügig eingerichtet hier. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber trotzdem auch schlicht und einfach. So, dann hier oben kann man da eben nochmal drauf. Nichts Besonderes. Bisschen was für Soldaten vielleicht. Hier steht's, das ist der Speicher. Da ist aber auch überall noch nichts. Ist erstmal einfach nur jetzt der Speicher. Dann verbrennen wir halt. Hier geht's in den Trainingsraum. Das ist ein Trainingsraum oder Trainingssaal. Spawn aufgrund der Dunkelheit Monster. Und hier ist nochmal Spawner eingebaut. Da kann er natürlich am Ende gegen Monster kämpfen möchte. Hier haben wir dann einmal die Schmiede, der hat so ziemlich das größte Haus. Hier Wassertrog, der Ofen, die Esse. Ein Schleifstein fehlt vielleicht. Muss man mal gucken. Einfach nur hier ein paar Dekorhebel. Die machen nichts. Hier ist, hat er das größte Haus, glaube ich, hier so ziemlich auch. Wenn man jetzt mal das hier vorne mitrechnet. Das hier ist auch nichts Besonderes. Hier kannst du einfach hochgehen. Und dann bist du hier oben drauf und kannst noch weitergehen. Die ganze Mauer hier ist umgehbar. Wie wir sehen können. Hier die Zinnen. Und so. Ja. Gehen wir mal ganz
ganz kurz zum Bergfried da hinten. Das seht ihr alle hier. Da gehen wir gleich überall noch hin. Der Bergfried ist nicht eingerichtet. Einfach nur hier die Leitern, Treppen nach oben bis ganz hier oben hin halt. Das ist auch alles nichts Besonderes. Gehen wir mal kurz hier hin jetzt. Das war nochmal so ein kleiner Ansatz zu einer Burg. Der zweite Part des Serverlet Shows. Ich werde nochmal extra Let's Play machen zum Hindernisparcours.